Hallo Kackbratzen. Man kann mit den modernsten Mitteln, Mitteln der klassischen Moderne, alles darstellen, was man will, wenn man es tun will. Ich will hier ein Beispiel geben. Aber nach der hingerotzten lauwarmen Pisse, die sich Silent Hill Ascension nennt? Was hat das Mädchen gefühlt? Was hat sie gefürchtet? Was hat sie gehofft? Kein Wort steht darüber. Ich gehe mal davon aus, dass der ein oder andere von euch sich noch an die Strike-Serie aus dem Hause Electronic Arts erinnern kann. Zwischen 1991 und 1997 veröffentlichte der ehemals gute Publisher, der sich damals tatsächlich noch der elektronischen Künste verschrieben und sich leider später dazu entschlossen hat, einer der sensationell schlechtesten Videospielpublisher aller Zeit zu werden, eine Reihe von multidirektionalen Shootern veröffentlichte, die in der Anfangsphase in einer Top-Down-Perspektive präsentiert wurden und mit dem Wechsel in die fünfte Konsolengeneration auch das Gameplay dann in einer Pseudo-3D-Welt erstrahlen zu lassen. In dieser Serie findet man Titel wie etwa ein Desert oder Jungle Strike, die damals noch auf allen möglichen Konsolen veröffentlicht wurden, darunter das SNES oder auch das Sega Mega Drive, während dann ab 1996 mit Soviet Strike die Serie den Sprung auf die PS1 und Saturn bzw. N64 schaffte. Mit Nuclear Strike wurde die Serie dann 1997 endgültig begraben, was schade ist, denn ich hätte allzu gerne einen Neustart der Serie mit einem Titel wie Bahnstrike gesehen. Nuclear Strike war allerdings nicht wirklich der allerletzte Titel der Serie, denn nach diesem Spiel ließ EA von ihren Redwood Shores Studios, die später in Visceral umgetauft wurden, also das Team hinter dem wunderbar gruseligen Dead Space, einen weiteren Teil der Serie produzieren. Doch während der Entwicklung stellte man fest, dass sich der neue Titel nicht in die klassische Strike-Reihe einfügen wird. Denn während man sich vorher stets in einem mehr oder weniger realistischen Setting bewegte und in mehr oder weniger realen Orten Terroristen oder Russen in die Luft jagte, katapultierte man das Setting des neuen Spiels in eine weit entfernte und sehr dystopische Zukunft. Und so taufte man das neue Spiel auf den Namen Future Cop LAPD, in dem der Spieler nun hinter das Steuer eines Mechs setzte, der sich zudem in eine Art Luftkissenfahrzeug verwandeln kann, während man in 8 verschiedenen Teilen von Los Angeles alles in die Luft sprengt oder zu Boden stampft, was einem in den Weg kommt. Willkommen in Los Angeles. In der Stadt der Engel. Leider gibt's hier keine Engel mehr. Es sei denn, man zählt Angel mit Löffel. Das Ziel bewegt sich nach Süden im Hafen. Angel hat einen Tattoo-Salon in Hollywood. Er ist ein Mutant mit 6 Händen. Allzu viel gibt es zur Story auch nicht weiter zu sagen. Im zukünftigen Los Angeles haben sich jedenfalls Verbrecherbosse ein mächtiges Arsenal aufgebaut und verwüsten nun die Stadt mit ihren Bandenkriegen, darunter auch mit einem riesigen Weltraumlaser, das einer der Verbrecherbosse in ein einstiges Observatorium einbauen ließ. Damit nun die Polizei nicht ganz kampflos dem Treiben zusieht, entwickelte man den X1 Alpha, einen mächtigen Polizeimech, der rein von der Ästhetik an Robocops legendären ED-209 erinnert. 14 Officer verloren, brauchen Unterstützung, Code 77. Hier spricht das LAPD, legen Sie! Ihr dürft euch jedenfalls auf eine Menge Krachbumm und Piu 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 freuen. Die Steuerung des X1 Alpha geht leicht von der Hand und macht sogar richtig Spaß. Durch die Verwendung der klassischen Kombination aus Panzersteuerung mit L2 und R2 gleitet man flüssig durch das Kriegsgebiet, weicht Feinden aus und ballert fluffig aus vollen Rohren. Vor einer jeden Mission kann man auf den Tasten Quadrat, Kreuz und Kreis aus einem Potpourri aus leichten, schweren und anderen Spezialwaffen wählen und diese zuordnen. Die Waffen sind jeweils auf bestimmte Umstände zugeschnitten. Der Flammenwerfer verursacht aus nächster Nähe dauerhaften Schaden, während die Elektroschocker mehrere Feinde hintereinander treffen kann. Dann gibt es mit dem Mörser eine einfache, aber effektive Langstreckenbombe und mit der putzigen Hypergeschwindigkeitsrakete trifft man auch noch jedes Ziel von mittlerer Reichweite mit äußerster Präzision. Das Raumschiff stürzt ab, pass auf! Gute Arbeit, auf geht's zum Observatorium! Ein vorübergehender Erfolg. Normalerweise werden mit jeder abgeschlossenen Mission neue Waffen freigeschalten, aber im Prinzip sind auch alle früheren Waffen immer noch effektiv genug, um ein späteres Level absolvieren zu können. Mit dem Abschluss der Kampagne kann man zudem ein paar geheime Waffen freischalten. Das Leveldesign von Future Cop kann recht komplex sein, insbesondere wenn der Spieler in Level mit viel Wasser und anderen Gefahren umgeben ist. Glücklicherweise ist der X1 Alpha ziemlich geländegängig. Durch gleichzeitiges Drücken von L1 und R1 verwandelt man den schweren Mech in einen luftig leichten Schwebepanzer-Luftkissenfahrzeug-Dings. Mit der neuen Leichtigkeit fliegt man auch sorglos über Minen und auch noch über die größten Pfützen hinweg. Generell und besonders bei schwierigen Schwierigkeitsgraden sollte man Wasser meiden, denn betritt man das Wasser, könnte dies zu einem sofortigen Tod führen. Ist man als Mech unterwegs, wird man zudem häufig auf jede Menge Plattformeinlagen treffen. Diese Sprünge sind mit der Panzersteuerung eher ziemlich umständlich und sollte es wirklich mal zu knifflig werden, sollte man die L1-Taste gedrückt halten, um vorsichtig an die Sache heranzugehen. Zum Glück muss man sagen, dass die wirklich harten Nüsse erst sehr spät im Spiel auftauchen und auch pro Level höchstens einmal vorkommen. Du glaubst, du hättest meine Pläne durchkreuzt? Du wirst deine Überwachung bereuen. Ich habe gehört, dass es hier mal gutes Essen gab. Echt preiswert.
Trotzdem sind alle Level relativ großartig und versprühen eine sehr beengende Dystopie. Überall sind wahre Festungen aus dem Boden geschossen. Überall gibt es Geschützstellungen und wo immer es möglich war, schraubte man einen Laser an die Wand und sogar auf Statuen. Rohre schlängeln sich durch die Gassen, die die überbevölkerte Stadt dank der brummenden Reaktoren mit Strom versorgen. EA ist es jedenfalls sehr gut gelungen, eine absolut fesselnde Atmosphäre aufzubauen, die uns ab der ersten Sekunde faszinieren kann. Auf Wladimir Leach wurde ein Haftbefehl ausgestellt. Finde ihn und verhafte ihn. Feinde gibt es im Spiel in Hülle und Fülle und in allen Formen und Größen. Ein besonderes Auge sollte man auf die menschlichen Feinde werfen, denn die sind meist in der Überzahl und passt man einen Moment nicht auf, schlagen sie einem die blecherne Fresse ein. Und natürlich trifft man auf eine Vielzahl an Fahrzeugen mit unterschiedlichen Bewegungen, die einem das Leben mehr als schwer machen werden. Man sollte definitiv erst schießen und dann Fragen stellen. Wo Future Cop dann auch richtig glänzt, sind die Bosskämpfe. Hier tritt man gegen die Mafia-Bosse persönlich in den Kampf und jeder Obermotz wird euch mit einer Flut Kugeln und Raketenfeuer unter euren Ärschen machen. Zudem hat ein jeder Boss stets ein kleines Ass im Ärmel, mit dem er dem Kampf eine besondere Note verleihen kann. Die Bosskämpfe sind teilweise voller Überraschungen und bringen euch oft in eine verzwickte Lage, aus der es aber immer einen Ausweg gibt. Endlich ein würdiger Gegner. Hat man den Story-Modus hinter sich gebracht und den gesamten Abschaum aus der Unterwelt von Los Angeles beseitigt, darf man sich auf ein besonderes Schmankerl freuen. Denn zusätzlich zur Story gibt es mit dem Precinct Assault-Modus ein besonderes Highlight im Spiel. Wenn man so will, hat man hiermit schon ziemlich früh einen Pseudo-MOBA-Modus entwickelt, in dem es gilt, feindliche Geschütztürme in einer symmetrischen Karten zu übernehmen. Future Cop war also seiner Zeit um Jahre voraus. Jeder Kill und jede Eroberung bringt einem Punkte ein, die man dann für die Verteidigung der eigenen Basis verwenden darf und muss. Über die Zeit nimmt der Schwierigkeitsgrad deutlich zu, was diese Angelegenheit zu einer ziemlich knackigen und extrem herausfordernden Sache macht. Das Ganze wird mit einem Mehrspielermodus für zwei Kontrahenten sogar noch besser. Ganz so frisch war vielleicht die Idee nicht, denn bereits 1989 gab es mit dem Sega Mega Drive-Klassiker Herzog 2 ein ähnliches Spielprinzip. Doch mit Future Cop hat man in gewisser Weise die Sache noch ein wenig verfeinert und auch wenn es noch kein echtes MOBA war, darf sich dieses Spiel dennoch als Vorfahre des Genres rühmen. Eine Razzia! Grafisch ist jetzt Future Cop kein Brett und 1998 haben wir auf der PS1 schon eindeutig bessere Spiele gesehen. Aber auch wenn man für die Schönheit keine Auszeichnung gewinnen wird, darf man sich trotzdem auf eine Menge Chaos auf dem Bildschirm freuen. Erstaunlicherweise hat dieses hektische Gameplay kaum Auswirkungen auf die Bildwiederholrate. Das bombastische Feuerwerk flutscht fast butterweich auf die Netzhaut. In Bezug auf die Level schwankt Future Cop zwischen fantastisch und durchschnittlich, wobei in den ersten Abschnitten irgendwie fast alles gleich aussieht. Das Spiel erstrahlt in sehr matten Braun- und Gelbtönen und dazu hat man über jeden Kram ziemlich gestreckte Texturen geklebt, was die Modelle sehr oft verwaschen und leblos erscheinen lassen. Das Mech-Ungetüm X1 Alpha wurde aber sehr gut modelliert und es ist immer wieder eine Freude, wenn sich das Ding von einem Zweibeiner in ein fliegendes Luftkissending verwandelt. Kannst gehen oder sterben, du Drecks! Halt deinen Mund! Aber auch die Feindfahrzeuge wurden ansprechend kreiert, was doch schon ein wenig beeindruckend ist. Die Karten im Precinct Assault-Modus sind jetzt auch nicht unbedingt eine Augenweide, da deren Erscheinungsbild doch eher dunkel ist, aber ehrlich gesagt machen sie doch keine so schlechte Figur. Finde Zeno und verdirb ihm sein Drogengeschäft. Klanglich ist Future Cop nicht unbedingt ein einprägsames Spiel und es gibt den typischen Elektro-Sound aufs Ohr, gemischt mit militaristischer Marschmusik. Insofern wird einem die Titelmusik im Gedächtnis bleiben, nicht aber weil sie so unglaublich schön ist, sondern weil sie unglaublich oft wiederholt wird. Besser ist dann ehrlich gesagt noch die Sprachausgabe. Oh Mann, schick die Kammerjäger zum Hollywood Boulevard! Wobei hier die beste Figur der legendäre Sky Captain macht, der keine Gelegenheit auslässt, um euch zu beleidigen. Fühle meine Macht. Die blaue Basis wird angegriffen. Future Cop ist ein Klassiker, den man sich einfach nicht entgehen lassen sollte und auch nach über 25 Jahren kann sich dieser Titel immer noch ganz gut behaupten. Hauptsächlich aber nicht wegen der Story. Die ist jetzt eher durchschnittlich und auch das Gameplay hat jetzt auch das Rad nicht neu erfunden. Was aber das Spiel so einzigartig macht, ist der Precinct Assault-Modus. Denn hier ballert man nicht nur aus allen Rohren, sondern muss auch ein kleines Gespür für taktisches Vorgehen mit sich bringen, um dann im Verlauf noch überhaupt einen Blumentopf gewinnen zu können. Und als MOBA-Vorfahre hat Future Cop definitiv einen Ehrenplatz in der Geschichte verdient. Es ist nicht alles Gold, was glänzt, aber trotzdem ist das Spiel eine Perle, dem man eine Chance geben muss. Solltet ihr also Future Cop warum auch immer verpasst haben, müsst ihr unbedingt mal einen Abstecher nach Romhausen oder eBay machen. Es lohnt sich auf alle Fälle. Zu schade, dass EA die Serie allzu früh ins Grab geworfen hat, denn auch heute noch wäre Future Cop ein relevanter Titel in der immer langweiligeren Spielewelt. Musik.
Und das soll's für heute gewesen sein. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet. Wenn ihr wollt, hinterlasst einen Kommentar oder abonniert diesen jämmerlichen Kanal. Tritra Trulala.